Willkommen zum zweiten Teil der Reihe Integration, Treppen und Regelfunktionen. In diesem Video besprechen wir typische Aufgabenstellungen, die euch im Studium über den Weg laufen werden. Die klassische Aufgabe ist das Berechnen eines Integrals und sieht wie folgt aus. Sehen wir uns das mal an. Sei f vom Intervall ab nach r eine beliebige Funktion. Die Aufgabe besteht darin zu zeigen, dass f eine Regelfunktion ist und zusätzlich soll man das Integral f von x dx auf dem Intervall ab berechnen. Bei einer solchen Integrationsaufgabe ist es notwendig zu zeigen, dass die Funktion eine Regelfunktion ist, da wir das Integral nur für diese Funktion definiert haben. Wir schauen uns jetzt schrittweise an, wie man diese Aufgabe prototypisch lösen könnte. Im ersten Schritt müssen wir zeigen, dass f eine Regelfunktion ist. Wir können das in zwei Arbeitsschritte unterteilen. Als erstes müssen wir eine passende Folge von Treppenfunktionen finden. Oft ist eine passende Folge von Treppenfunktionen bereits durch das rechte Schema gegeben. Wir nehmen uns sogenannte äquidistante Stützstellen, das heißt Stützstellen xk, die gleichmäßig verteilt sind auf dem Intervall ab und nehmen als Funktionswerte der Treppenfunktion die Funktionswerte von f an den Stellen xk. Aber eine kleine Warnung an dieser Stelle, das muss nicht immer funktionieren. Wie sieht der zweite Arbeitsschritt aus? Wir müssen jetzt zeigen, dass unsere Folge von Treppenfunktionen Tn tatsächlich gleichmäßig gegen f konvergiert. Dazu betrachten wir für ein fixiertes n das Supremum von Tn minus f. Für jedes feste n ist dieser Ausdruck hier also entweder eine reelle Zahl oder unendlich. Was wir also zeigen müssen ist, dass diese Folge von Zahlen tatsächlich gegen 0 konvergiert, wenn n gegen unendlich geht. Oft braucht man dafür gar nicht das exakte Supremum, sondern eine gröbere Abschätzung reicht auch, um zu zeigen, dass das hier bereits gegen 0 konvergiert. Für ein konkretes Beispiel könnt ihr auch gerne ins nächste Video schauen. Damit hätten wir bereits gezeigt, dass f eine Regelfunktion ist, wenn beides zutrifft. Also können wir uns jetzt dem zweiten Schritt zuwenden, nämlich dem Berechnen des Integrals. Auch das können wir anhand der Definition wieder in zwei Arbeitsschritte unterteilen. Für ein fixiertes n aus den natürlichen Zahlen berechnen wir zunächst das Integral über tn von x dx auf dem Intervall a bis b. Wir erinnern uns, dass nach Definition dieses Integral gerade die endliche Summe war über ak xk minus xk minus 1. Damit ist der Ausdruck auf der rechten Seite nur eine reelle Zahl, die wir sogar explizit berechnen können. Im zweiten Schritt können wir jetzt das Integral von f berechnen, indem wir den Grenzwert dieser Folge hier ermitteln. Wie gerade eben schon erwähnt, ist das Integral von tn von x dx auf ab nur eine reelle Zahl. Also handelt es sich hierbei nur um eine reelle Zahlenfolge. Man kann also diesen Ausdruck auf der linken Seite jetzt mit Methoden der Analysis 1 berechnen. Damit haben wir dann das Integral von f berechnet. Wie sieht ein zweiter Aufgabentypus aus? Eine weitere typische Aufgabe besteht darin zu zeigen, dass f keine Regelfunktion ist. Aufgaben sehen meistens wie folgt aus. Gegeben eine Funktion f von ab nach r, ist die Aufgabe zu zeigen, dass f keine Regelfunktion ist. Auch das können wir wieder in drei Schritte runterbrechen. Im ersten Schritt formulieren wir, was formal zu zeigen ist. Damit f keine Regelfunktion ist, muss für jede beliebige Folge von Treppenfunktionen gelten, dass tn nicht gleichmäßig gegen f konvergiert. Unser Schritt 2 besteht dann darin, dass wir uns eine beliebige Folge von Treppenfunktionen schnappen. Im dritten Schritt passiert dann die eigentliche Arbeit. Der dritte Schritt besteht darin zu zeigen, dass das Supremum von x aus ab tn von x minus f von x im Betrag nicht gegen 0 konvergiert. Es gibt natürlich viele Möglichkeiten, um zu zeigen, dass eine Folge nicht konvergiert, aber ein typischer Weg könnte so aussehen. Wir nehmen uns eine beliebige Folge von Treppenfunktionen und betrachten das Supremum von x aus ab tn von x minus f von x im Betrag für ein beliebiges n. Ziel ist es jetzt, diesen Ausdruck nach unten abzuschätzen durch eine Zahl c, die größer als 0 ist. Aber hier müssen wir aufpassen, es ist wichtig, dass dieses c unabhängig von n ist.
Daraus folgt bereits, dass Tn nicht gleichmäßig gegen f konvergieren kann. Das ist jetzt natürlich nur ein Weg, um zu zeigen, dass eine Funktion keine Regelfunktion ist, und es gibt typischerweise noch viel mehr Wege. Im nächsten Video zeigen wir euch dann zu jedem Aufgabentyp eine Beispielaufgabe.